Vor wenigen Tagen ging mit dem Preisträgerkonzert in der Meitner Kirchner Musikhalle der 48. internationale Instrumentalwettbewerb zu Ende. 124 Musiker aus 26 Ländern traten an und rangen um Preise. Jedes Jahr im Mai reisen junge Talente im Alter zwischen 17 und 30 Jahren aus der ganzen Welt nach Meitnerkirchen, um an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Er dauert eine Woche und in dieser Zeit rückt er besonders ins Licht der Öffentlichkeit. Diese Woche ist in mehrfacher Hinsicht die Krönung der Veranstaltung. Die Vorbereitungen dauern ein ganzes Jahr an und sie erfordern eine enorme Logistik. Das ist das Büro von Carola Schlegel im Rathaus von Meitnerkirchen. Sie organisiert einen großen Teil des Wettbewerbs. Ja, 3/4 meiner Arbeit verbringe ich hier am Schreibtisch, aber dann wird es auch oft ganz praktisch. Der Vorläufer des Wettbewerbs war ein kleiner Geigerwettstreit in den 50er Jahren in Meitnerkirchen. Seit 1966 gibt es den internationalen Instrumentalwettbewerb. Hintergrund dieses Wettbewerbes ist eigentlich unser städtischer, unser regionaler, vogtländischer Musikinstrumentenbau. Man hat nach einem Medium gesucht, wie junge Musiker, auch erfahrene Musiker und unsere hiesigen Instrumentenbauer miteinander in Kontakt zu bringen sind, wie man beide hierher in die Stadt bringen kann, um dann ein bisschen Werbung zu machen auf besondere Art und Weise für unseren Instrumentenbau. Carola Schlegels erster Wettbewerb war 2004. Seither bin ich regelmäßig dabei, mit 2 Jahren Babypause, die in etwas abgeschweckter Form dann stattgefunden haben. Carola Schlegel ist die Leiterin des Organisationsbüros. Hier laufen alle Fäden zusammen. Die Belege sind soweit alle drin. Jetzt fehlen nur noch die von den Finalisten. Mit meiner Kollegin Frau Grumbach gemeinsam bereiten wir den Wettbewerb vor, registrieren die Teilnehmer, kümmern uns um Finanzen, um Drucksachen, um die Abläufe. Wir sind auch beratend oder assistierend tätig für die Präsidenten, wenn dort Juroren eingeladen werden, wenn es um die Einladung von Klavierbegleitern geht. Jeder Kaffeelöffel, der irgendwann einem Juror mal auf dem Tisch liegt, geht durch unsere Hände. Es ist also ein sehr, sehr breites Feld. Es ist ein Ganzjahresjob, der aber kurz vor und während der Wettbewerbswoche nicht mehr zu zweit zu schaffen ist. Dann haben wir viele, viele fleißige Hände, ehemalige Mitarbeiter, aber auch welche, die uns immer wieder treu sind, seit einigen Jahren auch Schüler unseres örtlichen Gymnasiums hier in Meitnerkirchen. Und dann wächst der Mitarbeiterstab auf ungefähr 20 Leute an. Zum Zeitpunkt dieses Interviews stand die Wettbewerbswoche direkt vor der Tür. Und dementsprechend betriebsam ging es bei meiner Ankunft im Haus zu. Im Moment sind wir gerade dabei, das Informationsbüro hier im Rathaus einzurichten. Dort werden alle Teilnehmer betreut und dieser Anlaufpunkt erspart den Weg bis zu uns in unser Büro unterm Dach. Die beiden Damen gingen diesen Weg sehr oft und auch sehr schnell. Überhaupt scheint es so, besonders bei Frau Schlegel, ist der Laufschritt die Standardfortbewegung. Laufschritt, genau. Ich bin dann mal im Fach Viola. Eine typische Situation während des Wettbewerbs. Carola Schlegel für ein Interview zu bekommen, ist schwer. In der Woche zuvor ging das noch und mich interessierte zunächst, wie ein Organisationsjahr im Groben abläuft. Es ist in der Tat so, nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbewerb. Wir bereiten jetzt parallel zu diesem Wettbewerb auch schon die Ausgabe für 2014 vor. Die Juroren sind bereits eingeladen. Die Ausschreibung wird jetzt erstellt. Das heißt, wir sammeln die Programme, wir sammeln die Regeln des Wettbewerbs. Alles wird dann zu einer Broschüre zusammengefasst, die über die Sommermonate hinweg erstellt und gedruckt wird. Parallel dazu gilt es natürlich auch finanziell, alles vorzubereiten, Förderanträge zu stellen, auf Jahresende hin dann auch Abrechnungen zu erstellen. Wir sind ja als Verein organisiert, auch dort in dieser Struktur gibt es immer wieder Mitgliederversammlungen, gibt es Vorstandssitzungen. Das Rahmenprogramm muss zusammengetragen werden und. Im Januar gehen dann die Teilnehmermeldungen ein. Das ist dann ein großer Batzen Arbeit, sie alle zu registrieren. Manchmal liegt eine CD-Vorauswahl an, dann werden von uns die CDs auch vervielfältigt und an die entsprechenden Juroren geschickt. Und wer finanziert das alles? Wir werden in sehr großem Umfang vom Kulturamt Vogtland-Zwickau unterstützt. Auch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen unterstützt den Wettbewerb finanziell, indem sie die Preisgelder für die ersten Preisträger jetzt seit vielen Jahren zur Verfügung stellt. Die Stadt Meitnerkirchen allen voran auch mit einem großen
personellen und finanziellen Beitrag. Der Landkreis wirkt hier mit, aber auch viele, viele einzelne Handwerker, Sponsoren aus unserer Region, auch manchmal darüber hinaus, unterstützen den Wettbewerb entweder finanziell oder auch indem sie ihn einfach attraktiv machen, zum Beispiel durch Konzertengagements, die den Teilnehmern zur Verfügung gestellt werden. Sonderpreise, Zubehör für Musikinstrumente sind auch immer sehr willkommen bei uns, weil sie den Wettbewerb einfach nach außen hin attraktiv machen. Attraktiv und bunt ist auch Carola Schlegels Arbeit. Es sind viele einzelne Bausteine, die sehr viel Spaß machen und insgesamt ist es einfach die Abwechslung. Es ist so breit angelegt, von der reinen finanziellen, buchhalterischen Tätigkeit über manchmal das Einfühlen in Künstler mit Musik zu tun zu haben, mit Noten, über Organisatorisches natürlich, das ist hier das Hauptanliegen. Viele Menschen gemeinsam an einer Sache wirken zu lassen und sie gemeinsam in ein Boot zu bringen. Es ist Pressearbeit, die auch durchaus Spaß machen kann. Es sind manchmal Drucksachen, die Gestaltung. Es ist also sehr, sehr breit angelegt und der Umgang mit Menschen. Der Umgang mit Menschen sollte Spaß machen. Bei Carola Schlegel ist das so und das kann man sehen. An mehreren Tagen während des Wettbewerbes konnte ich sie oft unbemerkt in verschiedensten Situationen beobachten. Egal ob in angenehmen oder in stressigen Momenten, sie behält die Ruhe und ihr freundliches und strahlendes Wesen. Unvorhergesehene Dinge passieren immer und in diesem Jahr besonders. Richtig, wir haben ein bisschen negative Aufregung auch dabei, nicht nur Vorfreude. Unser Präsident, Professor Julius Berger, ist gestern leider erkrankt plötzlich und musste ins Krankenhaus. Dort befindet er sich im Moment auch noch. Und es ist natürlich eine sehr große Umstellung für uns und eine sehr ungewohnte Situation, ohne den Präsidenten hier zu arbeiten. Nicht nur das. Auch ein Juror und eine Klavierbegleiterin fielen aus. Aber auch das wurde am Ende gemeistert. Solche gravierenden Probleme sind aber zum Glück die Ausnahme. Es sind oft einfach nur kleine Ärgernisse, wo es mal organisatorisch nicht ganz rund läuft, wo man sich wünscht, dass vielleicht auch schon im ersten Anlauf alles klappt. Aufregung ist immer im Spiel. Carola Schlegel erinnert sich noch gut an ihren ersten Wettbewerb. Es gab ganz, ganz viele Herzklopfen. Der erste Wettbewerb war furchtbar aufregend und ich kann mich noch gut an einzelne schlaflose Nächte davor erinnern, in der mir immer wieder die Namen der Teilnehmer durch den Kopf gegangen sind. Auch später war das nicht anders. Es ist immer noch aufregend, es ist immer noch spannend und es gibt schon die Phase, auch jetzt kurz vor dem Wettbewerb und während des Wettbewerbs, wo man am liebsten immer mit Stift und Papier durch die Gegend laufen würde, um sich schnell noch einen Gedanken zu notieren. Das ist aber auch gut so, weil die Anspannung auch dazugehört. Dieses sieht man ihr aber nicht an. Für alles und jeden hat sie ein offenes Ohr, kann sich einfühlen. Vielleicht, weil sie selbst Musikerin ist. Es hat ganz, ganz große Vorteile, wenn man selbst Musik macht. Man kann sich in die Situation der Künstler sehr, sehr gut hineinversetzen. Man hat es selbst erlebt, also ich habe es selbst erlebt, an Wettbewerben teilzunehmen, nicht auf internationalem Niveau, aber einfach diesen Ablauf, diese Anspannung zu kennen, das ist schon sehr von Vorteil. Auch ein Notenblatt lesen zu können und sich in diese Welt der Musiker ein bisschen einfühlen zu können, das macht schon einen großen Vorteil. Auch der Kontakt zum Instrumentenbau, einfach umgehen zu können mit dieser ganzen Materie, das ist schon echt hilfreich. Der Umgang mit den internationalen Wettbewerbsteilnehmern ist in keinem Jahr Routine. Die Musiker sind in Magnerkirchen und Umgebung untergebracht. Ein Shuttle-Service bringt sie zu den Wettbewerbslokalen in der Musikhalle Magnerkirchen und ins alte Schloss in Erbach. Hier finden die Auswahlprüfungen statt. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit und freilich auch der Presse. Diese Aufnahmen entstanden in einer Pause. Viele junge Musiker sind das erste Mal in Europa. Die Verständigung klappt in der Regel ganz gut. Es gibt immer wieder besondere Vorkommnisse oder Besonderheiten, die aber dann doch mit Deutsch, Englisch, Händen und Füßen und ein bisschen gutem Willen ganz gut in den Griff zu kriegen sind. In den Quartieren ist es zum Teil mal ein bisschen schwieriger, aber auch dort hat jeder bis jetzt sein Bett gefunden. Und manchmal sind die vogtländischen Betten besonders gemütlich. Aber es gibt schon auch mal Teilnehmer, die noch ein Äuglein zugetan haben und dann fast geweckt werden müssen,
oder die ganz erkältet während des Wettbewerbs durch unser vogtländisches Wetter schockiert wurden. Eine andere Gruppe erlebte einen noch größeren Schock. Einzelne Teilnehmer sind abends nochmal spazieren gegangen und wir befinden uns ja hier in der Nähe zur Grenze zur Tschechischen Republik. Der Bundesgrenzschutz hat sie aufgegriffen, nach Ausweisen befragt. Die hatten sie im Quartier liegen lassen, konnten sich ganz schlecht verständigen, sodass sie vorübergehend festgenommen wurden, im Verdacht illegale Einwanderer zu sein. Es ist aber alles aufgeklärt worden, sie konnten am Wettbewerb teilnehmen. Der Wettbewerb hat viele spannende Höhepunkte. Die Auslosung, das Eröffnungskonzert, die Auswahlprüfungen und die Bekanntgabe der Ergebnisse und natürlich die Preisvergabe und das Abschlusskonzert. Carola Schlegel erinnert sich noch an viele Preisträger. Es gibt immer so einzelne herausragende, die mir jetzt aus den letzten Jahren in Erinnerung sind. Wir hatten eine ganz zierliche Tubistin aus den USA. Kaum vorstellbar, dass sie mit diesem Rieseninstrument überhaupt umgehen kann. Und sie hat sich gegen die Männerdomäne vollkommen durchgesetzt mit einer Überzeugungskraft. Es war unglaublich. Sie war also schon eine wirkliche Besonderheit in diesem Reigen der Preisträger. Auch beim letzten Tuba-Wettbewerb war ein Teilnehmer aus Japan gekommen. Dort hat die Tuba zwar jetzt schon Tradition, aber so weit nach vorne in einem internationalen Vergleich hat es doch noch niemand geschafft. Die ganze Nation schien sich zu freuen. Er ist also mit stolz geschwellter Brust nach Hause gekommen und meinte, sein Land wird jetzt Kopf stehen, wenn auch in der Tuba ein Teilnehmer aus Japan so erfolgreich sein kann. Ansonsten sind es aber auch die ganz traditionellen europäischen Länder, auch Deutsche natürlich, die hier beim Wettbewerb sehr erfolgreich waren. Was die Zukunft des Wettbewerbs angeht, darüber macht sie sich keine Sorgen. Es ist eine sehr schöne Tradition, die Meitnerkirche mit diesem Instrumentalwettbewerb hat. Und wir hören von vielen Preisträgern, von Teilnehmern, von Juroren, dass es sich um eine Institution in der Musikwelt handelt. Der Wettbewerb hat sich sehr fest etabliert und gehört einfach zu den bedeutendsten auf der Welt. In vielen Fächern, gerade Tuba oder auch der Kontrabass, sind viele Spieler auf diesen Wettbewerb nahezu angewiesen. Es gibt kaum andere internationale Wettbewerbe auf diesem Niveau. Dieses hohe Niveau erreicht der Wettbewerb nicht zuletzt auch durch die gute Organisation. Na dann, Ärmel hoch, denn... Nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbewerb. Und der findet im Mai 2014 in den Fächern Klarinette und Trompete statt.